Ja, der Eröffnungsball. Wie gesagt, ich bin ja auch eingeladen worden mit meinem Mann. Ja, und es war feierlich. Es, wenn man heute vielleicht, man müsste mal so parallel mal, es war ja was Besonderes. Ja, die kleine DDR und der große Palast. Es war wunderschön. Es gab alles da drin. Und vor allem, es war ja alles frei. Wir brauchten ja nichts bezahlen. Nicht? Das war ja noch etwas, damit hat ja keiner gerechnet, ne, als er da hingegangen ist. Ja, und es war ein ganz tolles Programm. Künstler sind aufgetreten. Dann vorher hatten wir Plätze, wo wir gegessen haben. Und danach sind wir wirklich durch den Palast gelaufen. Und ich war überglücklich, muss ich wirklich sagen. Das war, und da habe ich auch gesagt, ich möchte immer solche Bauformen machen. Also nicht irgendwie klein, klein. Ich möchte immer was Großes machen. Dass dieses Gebäude gebaut wurde, habe ich gar nicht wahrgenommen. Es war auch so ein Gebäude, wo Jugendliche, die cool waren, sowieso nicht sein wollten. Und die Attraktivität war auch nicht sichtbar für uns. Das geschah und man hat gemerkt, dass Besondere, es wurde um den Preis immer sehr viel gesagt. Ja, der kostet, weiß ich nicht, 5 Milliarden DDR-Mark und bla 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 so. Davon wurde viel erzählt. Mir war persönlich egal. 1977, 78, 79 fing ich an, Punk zu sein. Und da hat mich natürlich der Palast der Republik gar nicht interessiert. Aber über Fernsehen hat man mitbekommen, dass der offiziellen Feier im April 1976 war. Und dieser, ich sage mal, schöne, aber auch Prunkbau hat uns alle beeindruckt. Es ist ja auch modern. Und besonders für Glastechniker wie uns, es ist vor allem die Fassade, die mit diesen goldgelben Glasscheiben ausgestattet ist. Und wir wissen technisch, dass es sehr schwierig ist, diese Beschichtung durchzuführen. Die Technologie ist damals sehr modern. Wir wussten damals schon, dass die Scheiben importiert wurden. Höchstens aus Schweden, wenn ich mich nicht irre. Es ist aber trotzdem beeindruckend, dass man zumindest aus der technischen Seite auch wahrnehmen kann. Ja? Und Sie wissen ja, architektonisch wirkt das schön. Goldgelbe Fassade, umgerahmt von weißem Marmor und Glas-Alu-Konstruktion. Das ist zu der Zeit sehr modern. Ja, also es war ein bisschen schwierig und dann war die große feierliche Eröffnung. Und der Palast war ein Haus, was ja nun doch eine klare Vorgabe hatte für das, was es zu sein hatte. Ein Staatsgebäude für sehr repräsentative Zwecke, hatte sehr viel Raum, aber nicht sehr viele Räume. Und dort nun etwas Vernünftiges, wo man arbeiten konnte und das Haus mit einem Inhalt erfüllen konnte, wo es also nicht nur Form war, sondern jetzt auch ein Inhalt kam, das hat sich ziemlich schwierig gestaltet, ja. Es hatte auch natürlich was von... Ich fand die Atmosphäre total... Ich glaube, ganz wichtig ist... Ich habe mich einfach wohlgefühlt. Mit dem Mangel der Steine, mit dem Mangel der Rüstung, mit dem Mangel den Leuten. Und alle waren, es ist mein Gefühl, alle waren bereit und wollten diesen Palast bauen. Ja, weil sowas gab es ja in der DDR nicht. Sie wollten eigentlich was Schönes schaffen. Und so habe ich die Leute da auch alle gesehen. Vielleicht sagt ein anderer Bauleiter, ach Mensch, Brigitte, weißt du, was da los war? Habe ich nicht gesehen als junge Frau. Ich fand es einfach toll. Sie müssen mal überlegen, ich kam ja aus Magdeburg, da war nichts. Da war alles Ruine. Und komm als junges Mädchen an, genau durch Zufall, durch die Liebe, an den Palast der Republik. Also für mich war das super. Das war ein Standard, den ich so noch nie kannte.
Also modernste Küchengeräte, modernste Kühlhäuser, modernste Wärmeschränke, Wägen, wie man sie heute benutzt. Also ich glaube, man hat dort, was die Ausstattung betrifft, küchenmäßig und auch im Backoffice-mäßig, das Modernste vom Modernen eingekauft. Also das muss ich wirklich sagen. Wer in Berlin in solchen Häusern, ich will ja nicht mal vom Palast oder Interhotels, das war so eine Riege, eine Liga, sage ich mal, der war privilegiert. Ganz klarer Fall. Weil der kam an Dinge ran, einmal durch Berlin, völlig andere Versorgung der Bevölkerung als in der Provinz Sachsen-Anhalt. Und da war man privilegiert. Und das wusste man auch. Und das hat man auch genossen. Das muss man dazu sagen. Also es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich hätte mich unwohl gefühlt. Das Nachdenken kommt natürlich auch erst ein bisschen später. Man gab mir die Möglichkeit, in diesem Palast dieses Theater aufzumachen. Es war eigentlich nur ein Treppenhaus, ein Teil des großen übergroßen Foyers, was dieser Palast hatte. Und es ist auf Interesse gestoßen beim Zuschauer. Und so langsam haben wir uns dann vergrößert. Am Schluss waren wir dann an die 100 Mitarbeiter, die für das Theater gearbeitet haben und haben ein, wie ich denke, doch ganz interessantes Programm, was Dramatik, Literatur, Musik, sogar Ausstellungen beinhaltete und versuchte auch die verschiedenen Disziplinen miteinander zu verschränken, was mitunter ganz glücklich gegangen ist. Auch da es ja kein konventioneller Theaterraum war mit einer Guckkastenbühne, sondern halt in einem Treppenhaus. Und wir haben es oft verglichen, wenn man noch die alten Berliner Treppenhäuser kennt, wo das Licht immer alle 2 oder 3 Minuten ausging und man anmachen muss. Aber da hat man sich im Treppenhaus noch getroffen und hat angefangen zu quatschen. Und das waren dann oft so ein bisschen wie Stammtisch, so die interessantesten Gespräche, immer mit zwischendurch Licht anmachen. Und so hat sich's dann da auch im Theater abgespielt, immer mal wieder Licht anmachen. Wir hatten jeden Tag geöffnet und ich meine, die Restaurants machten um 10 auf. Nee, um 10. Ich glaube, das Bowling öffnete um 10, denn um 8 war Dienstbeginn. Das ist auch eine interessante Geschichte. Und wir mussten ganz schnell unser Restaurant eindecken, unser Bowling-Restaurant. Denn dann hatten wir noch eine Stunde Zeit zum Bowlen. Und das ist jetzt kein Witz, vor Dienstbeginn brüllten wir oftmals noch eine Stunde. Der Hintergrund war der, brüllt so lange ihr könnt und wollt. Wir wollen die richtig fordern, damit während der Garantiezeit, wenn was passiert, wir noch eine Garantieleistung bekommen. Da war ja alles mit Valuten bezahlt worden. Und deshalb brüllten wir. Soweit es ging, durften wir da brüllen, vor dem Dienst. Angeblich hatte ja der Palast einen ganz hohen Sicherheitsbedürfnis. Also jeder, der eingestellt werden sollte und eingestellt werden wollte, wurde einer längeren Prüfung auch durch die Staatssicherheit unterzogen, die dann Rundfragen machte in seiner bisherigen Arbeitsstelle, bei Bekannten, bei Freunden im Haus, ob er sich dann auch in der Schule engagiert, ob er wirklich ein zuverlässiger Staatsbürger ist. Und ich habe einige Male erlebt, dass Mitarbeiter, die ich gerne angestellt hätte, nicht zugelassen wurden. Und ganz schlimm war es natürlich bei Westreisen, da war es natürlich ganz verrückt. Das war eine sehr unangenehme Sache und der Palast selber hatte eingeführt, dass jeder, der einen Westbesuch erhielt oder einen Westkontakt, wie auch immer, das melden musste. Oder die Politiker haben... Ich hätte mir gewünscht, dass man sozusagen... Gibt es Menschen, die sagen... Ich habe den Palast der Republik eigentlich erst so 1983 kennengelernt. Und zwar habe ich eine Kundin, Frau Dr. Kühne, die war damals Leiterin des Jugendtreffs im Palast. Und die hat zu mir gesagt, Mensch, Frank, mach doch mal eine kleine Frisurshow bei mir.
Und da habe ich den Palast der Republik kennengelernt. Erstmal den Jugendtreff, da gab es so einen Discoboden mit so wechselnden Farben, so Licht. Ich wurde komischerweise immer nach meinen Frisiershows, wurde mir gesagt, ich soll bitte den Palast der Republik verlassen. Und dann wurde ich der Polizei übergeben. Die brachten mich zur Keibelstraße. Da wurde gefragt, hier, wer ich bin und was ich da mache, ich meine Show, bla bla bla. Und dann musste ich da eine Weile sitzen und dann konnte ich gehen. Zuerst hat man Angst, weil man weiß ja nicht, was da passiert. Dann hatte ich keine Angst mehr. Also man hätte nur nachfragen müssen, also ist der wirklich bei Ihnen oder... Nee, der macht hier die Show und der wär klar gewesen. Ist nicht passiert. Der Palast, sage ich mal, war ein Gebäude, was man gerne mal vorgezeigt hat, wenn man Besuch bekam, insbesondere aus dem Westen. Und man musste ja... Frankfurter Allee oder Stalin Allee war ja ein Vorzeigeobjekt, aber eben auch der Palast. Und im Palast fanden ja auch viele Konzerte statt mit internationalen Künstlern. Ja, wenn Sie, der Palast ist groß. Der Foyer ist auch sehr beeindruckend mit Glasprodukten aus der damaligen DDR, ja, mit Lampen, vor allem auch mit dieser Glasblume, sehr, sehr bezeichnend für Foyer des Palast der Republik. Aber die Karten, an die kann man nie ran. Nie als normale. Und schon gar nicht für uns als Student. Waren auch bei Veranstaltungen gewesen und da gab es immer gutes Essen und es war preiswert. Es gab ja nicht so viele Restaurants, ja. Es gab keine Imbissstuben, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern. Und der Palast, der war vornehm und schön und die Kellner alle so schick angezogen und die Tassen überall mit BDR, ne. Und es war jedes Mal so eine Art Ausflug. Die Dienstbekleidung war sehr umfangreich. Je nach Gaststätte gab es dem Charakter der Gaststätte entsprechend Dienstkleidung. Also im Bowling war es halt blau mit Jeansstoff. Und im Palastrestaurant dann das so berühmte Perlhuhnhemd, also braunes Hemd mit weißen Punkten, beigefarbener Jacke, Servicejacke, es gab auch braune Jacken. Also je nach Anlass und je nach Gaststättenform gab es eine Dienstkleidung, das ist richtig. Es wurde davon geredet, dass es eine Live-Übertragung des Konzerts gibt. Dazu gab es im Fernseh- oder Radioprogramm, weiß ich nicht mehr genau, auch eine Startzeit, sodass man eigentlich davon ausgehen konnte, das Konzert beginnt dann und dann. Es wurde eine Aufzeichnung gesendet, also es war eben nicht live. Also ich muss gestehen, auch ich war damals ein großer Lindenberg-Fan, hatte auch bis dahin nahezu alle Schallplatten zu Hause von ihm und wollte einfach mir das Getue vor der Tür angucken. Hatte erwartet, dass da eine Menge Fans kommen und dass es auch durchaus Rabatz mit ihren Sicherheitskräften gibt. Und genauso war es dann auch. Ich würde mal sagen, keine halbe Stunde da, dann war ich bereits auf dem Mannschaftswagen der Polizei. Polizeimannschaft, sagen wir, ich versuche die Kamera zu öffnen und den Film rauszuziehen, weil ich schon ahnte, dass genau dieser Vorwurf kommen wird und wollte den Film belichten. Die haben es bemerkt, mir die Kamera weggerissen, wieder zugeklappt und mich dann halt auf den Mannschaftswagen verfrachtet. Wir wurden erstmal sowas wie erkennungsdienstlich behandelt, also alle fotografiert mit einer Nummer irgendwie. Schon dabei wurde man rumgeschubst, wenn man nicht schnell genug wohin ging, in den Rücken geschlagen oder getreten auch zum Teil. Dann wurde man durchsucht, dazu musste man die Arme breit machen, sich an die Wand stellen. Egal, wie breit man die Beine vorher gemacht hat, die wurden noch breiter auseinandergetreten. Und in dieser Nacht habe ich Szenen erlebt, die zum ersten Mal, und ich gehe mit so einem Vergleich wirklich vorsichtig um, das Wort faschistisch in mir haben erklingen lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur einer der da Verhafteten nach der Nacht gesagt hat, ach, die DDR ist ja toll, Sozialismus finde ich gut. Ich glaube, insgesamt wurde es ja sehr stark. Ich hätte es begrüßt, wenn man... Sie wissen ja, architektonisch wirkt das... Ich war ja Leiterin einer magistratsnachgeordneten Einrichtung. Also mein Chef war der Bezirksarzt.
Und als es mit den Demonstrationen in Leipzig losging und dann auch speziell am 7. Oktober, durften wir nicht irgendwie in Urlaub gehen. Wir mussten erreichbar sein. Dann bekam ich einen Anruf von dem Regisseur und dem Darsteller, dem Max, dem Manfred Ernst. Die sagten, wir wollten dir nur sagen, wir sind jetzt im Auffanglager Gießen. Es tut uns leid für dich. Es war immer wirklich ganz toll, was du gemacht hast. Aber wir haben die Gelegenheit wahrgenommen und sind über Ungarn. Nun stand ich da. Dann haben wir beschlossen, wir machen eine Vorstellung, wo er den Valmont liest und ich die Mertieu spiele. Und das ist ein ganz seltener, heute sagt man eine Sternstunde gewesen. War aber am 7. Und daraus formierte sich dann irgendwie im Laufe der Zeit eine richtig große Demonstrationszug, der vom Alexanderplatz am Roten Rathaus vorbei Richtung Palast der Republik losmarschierte, wissend, dass im Palast gerade Honecker und die ganzen RGW-Bosse 40 Jahre DDR feiern und dann eine große Party machen. Der Zug wurde dann am Palast von Phobos eingekesselt für längere Zeit. Der Kessel hielt gefühlt eine Ewigkeit, wahrscheinlich nicht mehr als 1, 2, 3 Stunden, wurde dann wahrscheinlich auf Anweisung geöffnet Richtung Karl-Liebknecht-Straße, um einen Abfluss der Demonstranten zu erzeugen. Im Kessel war es aufgeregt, aber nicht gewalttätig, nach meiner Erinnerung. Ich habe da auch eine ganze Reihe von Fotos gemacht. Und der Demonstrationszug ging dann weiter mit dem Ziel Gethsemane-Kirche. Es fing dann schon an, dunkel zu werden. Und also die an der Ecke am ADN-Gebäude, also Karl-Liebknecht-Straße, Ecke Mollstraße, eskalierte es dann mit gewalttätigen Auseinandersetzungen. Ich habe dort Prügelszenen gesehen, sehr rabiate. Und in der nächsten Fraktionssitzung, ein paar Tage später, kam ich in die Fraktionssitzung und da sagt jemand zu mir, ja, machen Sie den Posten nur? Ich sage, was für ein Posten? Ja, Sie sollen doch Volkskammerpräsidentin werden. Also kein Mensch hat mich vorher informiert und ich musste mich sofort entscheiden. Wir waren, denke ich, eines der fleißigsten Parlamente, die es gibt. Also wir haben in dem halben Jahr 164 Gesetze verabschiedet. Wir haben 93 Beschlüsse gefasst. Wir haben 3 Staatsverträge davon mit verabschiedet. Und wir hatten unheimlich hohe Einschaltquoten, weil die Volkskammersitzung wurde von Anfang bis Ende übertragen im Fernsehen. Und ich habe immer gesagt, wir haben bessere Einschaltquoten als die Lindenstraße damals. Und es war so, weil die Leute waren interessiert, was passiert da und wie lösen die das? Und man muss ja einfach sagen, es war ja wirklich auch eine unglaubliche Umbruchssituation für die normale Bevölkerung. Es änderte sich ja in dem Jahr alles. Also schon mit der Einführung der D-Mark hat sich sehr viel verändert. Mit dem Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Also letztendlich haben die Leute das gespürt. Also im Einzelnen an den Beschluss erinnere ich mich nicht, aber der ganze Vorgang, dass ein frei gewähltes Parlament in dem Volkskammersaal tagt. Das war, glaube ich, schon epochal. Also ein epochales historisches Ereignis, dass das ausgerechnet an diesem Ort im Palast der Republik stattfindet. Also nachdem die Mehrheiten klar waren, haben sich natürlich noch verschiedene Abgeordnete gemeldet, unter anderem Herr Gysi. Und er war voller Emotionen und trat vor das Rednerpult und sagt, wissen Sie, also ich weiß es nicht mehr ganz wörtlich, aber so im Sinn, wissen Sie, was Sie eben beschlossen haben, den Untergang der DDR? Und da brach ein Jubel los und die Abgeordneten, die meisten, sprangen von den Sitzen auf. Das heißt, er hat genau das Gegenteil bewirkt als das, was er eigentlich wollte. Er wollte eigentlich sagen, jetzt seid mal ein bisschen traurig. Schließlich habt ihr jetzt einen Staat zu Grabe getragen. Aber diesen Staat wollte eigentlich auch keiner mehr richtig haben. Die Wendezeit brachte sehr viele Herausforderungen, auch für die vietnamesische Community. Denn die bestand damals
vorrangig aus Vertragsarbeiter. Und Sie wissen ja, als der Vertrag über diese Arbeit nicht mehr gegeben hat, hat man einen großen Teil der Menschen nach Hause zurückgeführt. Und ein Teil hat sich entschieden, hier weiter zu bleiben. Und dieser Teil wurde aber auch richtig allein gelassen. Es ist ja auch nichts anderes zu erwarten. Denn selbst für die DDR-Bevölkerung hatte man damals auch noch gar keine richtige Antwort. Geschweige eine kleine Gruppe von Menschen, die man früher hierher gebracht hat zu einem Zweck. Und als der Zweck nicht mehr gab, musste man sie dulden. Es hatte auch natürlich was von... Ich fand die Atmosphäre total... Ich glaube, ganz wichtig ist... Oder die Politiker haben... Ich hätte mir gewünscht, dass man so zahlen... Gibt es Menschen, die sagen, dass... Ich glaube, insgesamt wurde es ja sehr stark... Ich hätte es begrüßt, wenn man... Sie wissen ja, architektonisch wirkt das